YouTube noch einschalten, ne? Kommt zwar erst in 3 Monaten auf YouTube oder so, aber hallo YouTube. Iron Harvest? War das nicht so ein Command & Conquer Klon, nenne ich es mal? Aber so ein RTS? Nach drei Monaten? Das ist doch schon ewig raus, Iron Harvest, oder? Okay. Komm, einmal mischen noch. Und jetzt draufdrücken. Eve. Der Name meiner Frau. Nach 3 Jahren. Okay, dann hatte ich recht. Und die kam jetzt an. Okay. Wir spielen Eve. Das ist doch mal ein schöner Startchar. Oder? Oh. Oh, und der Tainted ist noch nicht unlocked. Okay. Muss erstmal wieder klarkommen hier. Regular. Eve. Beast. Plus. Tainted. Unlock. Echt, kam noch nie Tainted Eve oder Eve, seit ich das hier mache? Crazy. Let's go. Oh, das Rad muss weg, ne? Okay, was kann Eve? Eve hat 2 HP, glaube ich. Und hat eben dieses Razor Blade, um sich zu buffen. Aber da ich nicht genau weiß, wie viel HP sie hat, warten wir nochmal kurz. Okay, ich kann's noch. Ah! Ah, wir gehen zu Beast, ne? Können wir die ja eigentlich auslassen. Ach, das ist so ein Typ. Okay, so gut kann ich es nimmer. Warum flippet der denn so? Weil das so eng ist da oder was? Oh, Kacke. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Ich habe jetzt wirklich, ich habe nach 10 Stunden Ni No Kuni, habe ich glaube ich für mich, oder vielleicht auch 12 Stunden, habe ich für mich entschieden, das Spiel nicht mehr weiter zu spielen. Weil einfach, ich weiß nicht, wer von euch Ni No Kuni 1 gespielt hat. Es ist ein schönes Spiel, es ist ein Studio Ghibli-Spiel. Es ist echt schön, optisch. Story ist okay. Also typisch Studio Ghibli, wissen wir. Für welche Konsole? Hi Tomchen, grüß dich. Switch. Sieht das nicht hier? Ne, da oben liegt's drauf. Aber das, mir sagt das Kampfsystem überhaupt nicht zu. Es ist so ein Gegrinde und Gemache. Ah. Mist verraten. Wer hätte es gedacht, wenn du was schreibst, ne? Und es ist immer nur X-Spam. Es ist so langweilig. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Da war eine Trollbombe. Dann hätte ich sie abgekauft. Nein, ich will das ja. Das ist ja eigentlich ein geiles Spiel, ne? Aber. Es ist halt sehr langweilig. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal, keine Ahnung. Ob du das Gameplay zu wünschen übrig lässt, aber es selbst nicht gespielt. Ja, das Gameplay ist halt, du hast sehr viele Optionen, du kannst aber auch einfach nur X drücken. Und das ist halt langweilig, weil wenn du die Möglichkeit hast, dann machst du das. Monster Hunter Stories 2 wollte ich noch anfangen. Ist auch das nächste, was ich jetzt einlegen werde. Habe ich aber bisher halt nicht gemacht, ne? Streamst du das? Nein. Nein. Habe ich zumindest nicht vor.
Ja, genau, ist der RPG-Teil. Normale Monster Hunter-Spiele haben mir überhaupt nicht zugesagt. Ich habe ein paar probiert jetzt und waren einfach nicht mein Ding. Komm, wir gehen halt rein. Ja, komm, es sind Bomben, oder? Oh nein, ich krieg keine Bomben dafür. Oh shit. Ich dachte, der Bombback gibt auch ein paar Bomben oder so. Ah, lull. Schade, deswegen ich Switch Only. Ach, wegen deinem Platinisierungsdrang. Okay, gibt's nichts. Gut, wir gehen mit einem Herz. Kann jetzt schief gehen. Ich habe keine Bomben. Kann schief gehen. Bin noch nicht so fit mit Ausweichen und so. Aber vielleicht geht's ja auch gut. Es geht gut. Okay. Wenigstens noch ein Lucky Penny. Bringt mir auch alles nix. Ja, was schaut denn da vorbei? Ah ja, von Stein, grüß dich. The run is safe. Nee, wie immer. Nee. Eyes of the Blind. Okay, da gehen wir definitiv nicht rein. Erinnert mich dran, dass wenn ich reingehe, dass ich nicht reingehen wollte. Danke. Ist da halt schon eine Boomer-Gameplay? Hallo? Bei was? Bei mir? Verschwinde. Shredder's Revenge? Ja, glaube ich. Was ist das? Das ist eine Battery. Was sind das für Räume? Noch nie gesehen. Ja, hätte ich auch mal wieder Bock auf so ein Retro Double Dragon Klon in gut. Hätte ich auch Bock. Ist, glaube ich, ganz lustig. Mal gucken. Aber gibt's, glaube ich, auch physisch von Limited Run Games oder so. Mal gucken, ob ich mir das vielleicht hole. Kann man das Koop spielen? Also wenn, dann würde ich mir das, glaube ich, eh für die Switch holen. Das ist so ein klassisches Switch-Game eigentlich. Das brauche ich nicht auf der Blazy. Scheiß auf Achievements und so, ne? Bei den Dingern. Tomchen schlägt zwar jetzt wieder die Hände über dem Kopf zusammen, aber... Okay, hier kann ich reingehen. Oh, nice. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Jetzt können wir zum Boss gehen. Kann ich sogar das hier noch mitnehmen? So. Jetzt haben wir einen schönen Damage-Buff. Wow! Speed up. Das kann man zu 6 spielen. Aber es gibt doch nur 4 Turtles. Wen kann man denn noch spielen? Splinter oder was? Und April? Oh
Gott, was für ein Dreck. Oh! Oh mein Gott. Harter Raum. April Splinter, krass. Werden dementsprechend dann auch. Sind es dann auch mehr Gegner, oder? Was sind denn das für Räume? Den habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich, in der Anordnung. Gab es ein Isaac-Update? Wurde Plan C vielleicht wirklich gebufft? Ist denn Chasey Jones? Den kenne ich nicht. Den oder die kenne ich nicht. Hallo. Ja, komm mal ganz runter, danke. Ich hab Bomben. Ist das eine Ghost Chest? Man sieht's halt nicht, ne? Naja, ist eine ganz normale. Nice. Ehemaliger Eishockeyspieler und Verbündeter der Turtles. Okay. Okay, let's go. Den lassen wir aus, den Raum. Schön mal wieder zu streamen für euch und für mich. Auch mal wieder zu zocken, ist einfach mal schön, ne? Ja, ich bin wirklich im Urlaub fast gar nicht dazugekommen. Und die Switch mit an den Strand nehmen, ne. Geht gar nicht, finde ich, irgendwie. Siehst du ja auch nichts, ne? Sonne blendet, bla, ne. Hat ja auch keiner Bock am Strand zu zocken, oder? Oh. An Pool vielleicht oder so, aber nicht an Strand. Ja, die ist schon da, um mobile zu gamen, aber doch nicht am Strand. Da machst du doch andere Dinge, oder? Oh oh. Wollte ich eigentlich nicht. Zack. Blue Heart? Oh. Saufen, ja, natürlich, aus Eimern. Sicher, was sonst? Brauche ich die Box of Friends? Nee, aber den Schlüssel nehme ich mit. Ich spende mal ein bisschen. Die Angel die Chance zu erhöhen, wenn das noch geht mit Eve. Hm, anscheinend nicht. Nee, ist nicht immer. Weil Dead Bird kommt ja nur nicht raus, wenn ich es drücke. Ach, da ist ein Kappa hinten dran. Willst du auch nicht mit an den Strand nehmen? Nee, ne? Nicht, weil sie kaputt gehen könnte oder so, sondern einfach, weil du halt, ich meine, du bist 2 Wochen im Jahr in deinem, oder alle 3 Jahre mal, jetzt wo Corona ist, 2 Wochen am Strand, da machst du doch andere Sachen außer Switch spielen. Ich hätte gerne noch ein Red Heart, bevor ich zum Boss gehe. Ein bisschen mehr Damage.
Ach, Slotty, mein Freund. Joker? Suicide King, aha. Nice. Poison Shot ist okay. Immer noch die Empress. Da ist das Herz. So, jetzt gehe ich zum Boss. Bevor ich noch mein Blue Heart verliere. Brauche ich den... Naja. Den Engel brauche ich nicht. Oh. So ein Typ ist das. Ein Engelstil. Was kriege ich? Tears up, nice. Das ist okay. Damage. Ist das schlimm, oder? First try, wie immer. First try. Oh, da kann ich rein. Danke. Ist falsch. Ich kann ja direkt hier durch rausgehen, oder? Jetzt offen. Ja. Okay. Ich fühle mich eigentlich ohne recht gut und erhöhe halt so die Planetarium-Chance, ne? Und ich krieg die Itemräume eh noch auf dem Rückweg dann. Dementsprechend. Lassen wir den auch mal aus. Da rein. Was war denn rechts? Na, da war Suicide King Karte, ne? Let's go. Noch ganz schlimm im Urlaub war, dass mein Sohn eine Mittelohrentzündung hatte. Am zweiten Tag und eine Woche nicht. Ins Wasser durfte. Ins Wasser schon, aber nicht unter Wasser. Und dann, als er das Antibiotika weg war. Oh, ätzender Raum. Als Antibiotika weg war und er wieder unter Wasser durfte, hat er das gemacht und zwei Tage später hat er wieder eine gehabt. Armer Kerl. Jetzt muss er wieder Antibiotika nehmen. Ah! Das war ein bisschen nervig, aber es ging. Es ging. Zum Ärzten, der hat am zweiten Tag hat er schwimmen gelernt.
Oder es hat es erst mal geschafft, sich so 5, 6 Züge über Wasser zu halten. Und dann kam halt direkt das Antibiotikum. Ja, Entschuldigung. Und dann kam halt direkt das. Und der wollte halt unbedingt weiter schwimmen üben, ne? Weil die letzten 2 Tage kamen meine Eltern noch zu Besuch. Die kamen von Süditalien hoch zu uns nach Norditalien. Auf dem Heimweg 2 Tage vorbei. Und denen wollte er halt unbedingt zeigen, wie cool er halt schwimmen gelernt hat. Konnte er dann aber trotzdem machen. War okay. Hat gepasst. Erstmal in den Shop, glaube ich. Okay, auch nicht schlecht, aber Razorblade ist besser, ne? Naja, Razorblade gibt mir... Was hier gibt, der gibt mir Geld und Razorblade gibt mir Münzen. Nein, umgedreht. Ihr wisst, was ich meine. Boah! Ich hab's mir gedacht, aber da das so lange gedauert hat... Das muss ich mir noch überlegen, Tobi. Ich weiß noch gar nicht. August ist Ende August. Habe ich das Ende August, ne? Oh, guck mal, da ist das Planetarium schon. Das ist ja nice. Da habe ich wahrscheinlich Urlaub sogar. Da weiß ich halt nur nicht, ob ich dann was mit der Family mache. Dementsprechend muss ich das erstmal abklären. Wann ist das genau, was für ein Datum? Weil ich habe die letzten beiden Augustwochen Urlaub nochmal. 21. Könnte sein, dass das gerade so Anfang vom Urlaub ist, dass das funktioniert. Ich muss mal gucken. Ne? Müssen wir uns um Karten kümmern. Ja, dann kann ich ja jetzt hier reingehen. Oh, easy. Sehr schönes Item. Was macht der? Ah, das ist ganz cool eigentlich. Dann ganz geil. Ja, du brauchst keine Karte, aber ich brauche eine Karte. Ein geiles Item. Ist wie Nierensteine, nur ohne, nur mit Selbstauslösung. Dann geil. Oh, ich dachte schon BFF, aber das ist auch gut. Das ist das gleiche wie BFF. Perfekte Ergänzung. So müsste doch beides gehen, oder? Oh, den Pilz habe ich nicht bekommen, scheiße. Boah. Dann zeig dich. Okay, komm, wir gehen gleich zum Boss, oder? 72%, jetzt wird es wohl ein Angel Deal sein, oder?
Pipi. Oh nein. Ah, der schöne Stapler, da ist er. Was haben wir hier noch? Small Rock? Nein. Ah, ist es dafür nicht schon ein bisschen zu spät? Oh, ich muss ihn nehmen. Ich muss ihn nehmen, ne? Wenn ich das andere Item eigentlich auch mag, weil du immer, gerade mit Eve ist ganz cool, wenn du HP-Ups bekommst, kannst du die halt easy in Devil-Deals verschwenden, ansonsten gehst du in Angel-Deal. Ist eigentlich schon ganz cool mit Eve, aber... Der Swarm Protector ist auch okay. Oh, das ist ein großer Raum, lol. Hast du Shredder's Revenge schon durch? Hat sie mal schon durchgespielt von euch? Weiß ja bestimmt nicht so lange, oder? What? Wie hat der mich getroffen? Ich könnte für ein halbes Herz unten noch reingehen, aber... Oh, ich muss noch ein Trinket ablegen. Habe ich irgendwo ein Trinket? Nee, momentan noch nicht. Was, einmal im Multiplayer und einmal im Story-Mode durch? Dauert so circa 2 Stunden, okay. Also ist jetzt auch nicht so schwer wie damalige Double Dragon Teil oder so, die ja wirklich ultra hart waren, weil sie auf Arcade liefen damals. Na. Aber sieht Eve eigentlich so blau aus? Kommt das durch Neptun? Ja, wahrscheinlich, ne? Warte mal, wir können das ja so machen, ne? Endkampf ist recht fordernd, okay. Irgendwo noch ein Herz? Ah, doch beim Boss. Okay. Optimal. Ah, legt der auch einen Trollbomben, der Sack. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das kann ich ablegen. Bossraum. Stabler. Habe ich zu wenig Geld für.
Ah, oh, da ist noch ein Fünfer. Muss ja bei dem Boss auch sein. Redder wahrscheinlich, ne? Oder dieses kleine Hirn. Wie hieß der? Der Boss von Shredder. Ich bin so lange nicht mehr gespielt. Ah, wir können eigentlich direkt hier reingehen. Das ist der Böse. Na, das ist der Normale. Krank. Okay. Gott, liegt hier schon eins. Naja, wir können zwei hinlegen, ist egal. Oh, da ist ja Blut auf dem Boden. Shit. Boah. Anfängerfehler. Let's go! Oder du warst schon. Bosse sind alle cool. Ja, perfekt. Ja, ich hätte mal wieder Bock auf so einen Prügler. Aber ja, ne? Ihr wisst ja. Gibt so viele Spiele. Hä? Was ist da denn los? Noch ein Planetarium? Was ist da denn los? Ist ja nicht irgendwie die Chance 1,0% oder so? Will ich das mit Eve überhaupt? Weil ich bin halt immer auf One Red Heart Container. Ich glaube, ich nehme das mit Eve gar nicht mit, oder? Das ist eigentlich scheiße. Weil du hast irgendwann nur noch Red Hearts und kriegst immer mehr Red Hearts dazu pro Ebene. Das ist eigentlich scheiße. Oh, so. Ich dachte, da wäre nichts drin. Aber das ist nur wegen meinem zweiten Planetarium-Item gewesen. Aber ich kann jetzt einfach durchlaufen, wenn ich Bock habe. Streamer-Luck mal wieder, ne? Mit den zwei Planetarium-Items. War's schon, ne? Im Shop ein Herz zu kaufen. Na, es ist im Endeffekt wurscht. Ich gehe trotzdem da unten rein. Ach scheiße, dann nimmt er mir ein ganzes... Ich habe gedacht, ich krieg jetzt das halbe Rote und ein halbes Blaues abgezogen. Naja.
Für 7. Naja. Egal. Sorry für das ganze Geräusper. Ich habe zu viel Getränke mit Kohlensäuren getrunken in den letzten Wochen. Bier. Und dementsprechend habe ich wieder ein bisschen Reflux. Die habe ich abgelegt. Jetzt kommt Depth 2. Depth 2. Dementsprechend wieder ein bisschen räuspern. Angesagt. Ach, zu langsam. Eine Temperance. Einmal gucken, was im Shop los ist. Wenn der Shop mir noch eine Donation Machine gibt. Ups. Dann kann man sich das überlegen. Oh, da ist ein Heiler dabei. Wer heilt denn? Oh, der Typ da. Oh, der da. Oder? Ja. Elgis. Boah. Aua. Ich wollte Wheelie gehen. Das hier. Ist das Fieses. War so klar. Wie immer. Ja, dann brauche ich auch nicht mehr die Blood-Donation-Maschine aufzustellen. Bin ich eigentlich gerade auf Babylon? Ja, ich habe die Hörner. Okay, alles klar.
Scheißmücke. Hallo. Hallo. Los. So, das ist das. So, gibt ja aber noch einiges zu entdecken hier, ne? Etwa hier? Temperance. Naja, ich kann sie wegsprengen mit der anderen unten zusammen. Was haben wir hier noch? AP ab, ne. I don't need HP-Ups. Ich habe übrigens einen Angel-Deal bekommen, obwohl ich nichts falsch gemacht habe, ne? Auch crazy. Einen. Ist recht wenig, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, what? Hä? Da wurde, glaube ich, der eine irgendwie rübergedrückt oder so. Ich guck nochmal, ich habe 15 Bomben, ob hier der Super Secret ist. Ja, ist er. Nah. I don't care. What? Gut. Muss ich irgendwie noch Full Life bekommen, aber das geht irgendwie. Oh, schon wieder Curse of the Unknown. Was ist da denn los? What? Ah, ich check's immer noch nicht. Welche sind denn die mit den langen Zungen? Und welche die mit den kurzen? Zu langsam. Schlecht. Wir haben nicht mehr so viel Leben jetzt. Danke. Wichtig. Die brauche ich nicht unbedingt. Blue Candle. Ich brauche halt das Razor Blade. Und Blue Candle ist bei meiner Tier Rate halt auch nicht mehr so wichtig. Wo ist Fliegen, wenn man es braucht?
Aber die Ebene gönnt. Die Ebene gönnt schön viel blaue Herzen. Das ist wichtig. Warum hat der schräg geschossen? Mädels, ganz entspannt, ganz entspannt. Gottes Willen. Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Mach das doch nicht! Geh doch einfach kaputt! Oh, ich hasse diese Viecher, ne? Ist das Flight? 2 von 3. Ja, ich nehm's mit. Oh, ich bin doch Belzebub! Hä? Warum das denn? That's it schon wieder. Oh, was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, warum verfolgen die mich? Ah, die sind friendly. Der Two of Diamonds, alles klar. Was haben wir hier noch? Ah. Obwohl das gar nicht schlecht ist, wir haben 2 rote Herzen, ne? Ich sag nix, ihr wisst Bescheid. Unfassbar, ne? Darfst du niemandem erzählen? Angel Deal Room brauche ich jetzt nimmer. That's it. Let's go! Spent it. It's gone. Just get over it. Sieht doch ganz gut aus, ne? What do you mean it's gone? How could you have spent our savings? Lul.
Okay. So, jetzt habe ich nur nicht den Red Key vergessen. Oder das Red Key Piece, wie auch immer. Ich habe das recht früh, spät abgelegt, ne? Oh Gott. Und wir haben auch noch... Wo habe ich es denn hingelegt? Ich habe es im Bossraum abgelegt, glaube ich. Ich meine, ich habe es im Bossraum abgelegt. Ja, da ist noch ein Trinket gedroppt und ich habe ein zweites dort noch abgelegt. Ja, da sind sie doch schon. Oh, schießt der nochmal? Ich glaube es ja nicht. Okay. Concentration. Good, leave! We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. Fragen, nehme ich es jetzt mit? Eigentlich nicht, ne? Aber noch ein paar Blue Hearts, das wäre schon ganz nice. Puh. Bin eigentlich gut geschützt mit Orbitals und so weiter. Eigentlich schon ganz nice. Mal gucken, wie es wird gleich gegen The Beast. Und das gegen Dogma. Oh, die sind friendly. Lull. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Auch. Okay. Alles klar. Hallo. Okay. Es trifft mich dann nicht, ne? Krass. Das ist halt echt gut. Okay. Conjoined. Nice. Aber ich bin nicht so strong, wie ich gerne wäre. Sagen wir mal so. Aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Shrine. Okay, Sunshine. So ein Magic Marsh wird schon noch ganz gut reinpassen in das Bild, finde ich.
2002. Oh Gott, bin ich schlecht. Was soll ich machen? Kommen keine Herzen mehr dazu. Und ich werde so langsam ausgeblutet. Naja, mal abwarten. Boah, der hat's überlebt. Die haben es beide überlebt. Da fallen irgendwie noch auf einen Bagger oder sowas. Das hier. Gleiche Pille wie hier unten. Die hier. Ja. Okay, Balls of Steel. Ein Health Up. Schwierig. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Bisschen Damage Up dann für den Boss. Schon okay. Das Problem ist, ich brauche das Razor Blade, sonst verliere ich zu viel Damage. Jetzt wäre der Backpack, der School Bag wäre super gewesen, ne? Leider nein. Wollte ich eigentlich nicht. Sag mal! Obwohl das auch nicht schlecht ist, ne? Warte mal, wie das aussieht. Ach naja, das ist nicht der Tier-Detonator, das ist der Bomb-Detonator. Nein, bringt mir nichts. Da ist noch so ein kleiner Bömmel unten erschienen. Shit. What? Oh Gott. Ich bin gerade erschrocken. Okay, wichtig. Die sind Spectral. Geht den nämlich mit für Red Health, für Blue Health, glaube ich. Jetzt wäre natürlich ein Keybagger noch richtig geil. Alter! Can't do this.
Nice. Jetzt ist die Zeit gekommen. Leute, letzte Ebene. Jetzt heißt Leben farmen. Und Fliegen farmen. Wir könnten direkt hochgehen, aber ich mach weiter. Nice. Das sind doch auch Fliegen. Ah! Reingelaufen. Lovers hier. Nice. Komm schon, weiter. Läuft. Was machst du? Egal, du bist tot. Schade. Ich bin da doch reingegangen am Anfang, ne? Shit. Schwierig. Ah, oh Gott, der hat nochmal geschossen da. Okay, that's it. Full HP kriegen wir eh. Kann ich mir jetzt aber noch kurz holen, als Sicherheit. Kriegen wir aber eh, wenn wir im Bett schlafen, glaube ich, aber ist egal, so. Reicht schon. Crack Key haben wir, gut. So, jetzt nochmal ein bisschen Glück. Stars, ne? So, Part 1 erledigt. Tainted Eve. Haben wir. Schwach. I don't need. Okay, let's go. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, ich werde mir mal das hier schaffen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fertig, oder? Ja. Nochmal. Okay. Eins. Fuck. Zwei. Okay, ist tot. Oh Gott, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig jetzt. Zu viel Damage beim Backtracking bekommen. Heron ist safe, nee, nee. Heron ist alles andere als safe. Aber ist egal, wir haben ein bisschen Leben, wir haben... Ist okay.
Wie lange denn noch? Danke. Auch das muss ich noch machen. Komm wieder zurück! Oh Gott. Hätte vergessen. Ich habe noch 1 HP. Okay, ist Ende. Habe ich nur noch 1 HP? Er ging aber fix jetzt. Okay. Für den ersten Run nach 2,5 Wochen geht das, oder? Oh. Ja, krass, ne? War gar nicht so schlecht, der Run. Der Warm-Up-Run war das, ja. Naja, wir haben ja Tainted Eve freigeschaltet, also was willst du mehr, ne? Klar, jetzt müssen wir nochmal hier hin. Ist halt unnötig, aber was willst du machen? Ist halt so.